Ethereum-Umsatz bricht um 99% ein. Nach dem Denkun-Upgrade ist der Ethereum-Umsatz um 99% zurückgegangen. Von 35,5 Millionen US-Dollar im März auf nur noch 566.000 US-Dollar Ende August. Mehr als 70 aktive Layer 2-Lösungen haben Nutzer vom Ethereum Mainnet weggezogen. Geringere Gebühren bei Arbitrum und Optimism haben die Nachfrage nach Ether gesenkt. Analysten sind skeptisch, ob Ethereum noch deflationär bleibt. Der ETH-Kurs liegt aktuell bei rund 2.400 US-Dollar, 4,5% niedriger als am Vortag. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.